Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Projekt hier bei eurem Bombardin. Wir spielen Dungeons & Dragons Dark Alliance. Ein schöner Knüppler im Dungeons & Dragons Universum. Ich muss sagen, ich habe mal wieder so ein bisschen Lust auf stupide Haut-drauf-Action. Und eventuell ist dieses Spiel ja tatsächlich dann das Richtige für mich. Und ja, wir werden es jetzt erstmal anzocken so ein bisschen. Und wenn es euch gefällt und mir gefällt, dann kann man das ja eventuell sogar fortsetzen. Lassen wir uns einfach mal überraschen davon. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen reingespielt, um mich mit der Steuerung vertraut zu machen. Und ich fand es auf jeden Fall gar nicht so schlecht, wie das auf Steam aktuell in den Reviews bewertet wird. Also ja, mal gucken. Ich weiß nicht, so ein paar Bugs sind mir aufgefallen, aber die fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so wild. Schauen wir einfach mal rein. Ja. Vielleicht wird ja auch noch gut reingepatcht, das kann ja durchaus auch sein. Das muss ja nicht heißen, dass dieses Spiel oder dass hier an diesem Spiel nicht mehr gearbeitet wird. Genau, falls ihr euch für das Spiel interessiert, Link zur Steam-Seite ist in der Videobeschreibung. Und ich möchte euch ganz kurz mal die Charaktererstellung zeigen. Ich habe mir hier schon einen erstellt. Wir erstellen uns aber jetzt einfach nochmal einen neuen. Es gibt hier insgesamt 4 Charaktere bzw. 4 Helden, die ihr spielen könnt, die sich unterschiedlich spielen. Wir haben hier einmal den Dristo Erden, dann die Catty Bree, Wulfgar und den Brunor. Einmal Tank, dann so eine Art Berserker, Angriffsstoßtrupp, ja. Bogenschütze und Duelland Assassine. Ich habe vorher mit Drist ein bisschen geübt, weil der ist mir tatsächlich noch so ein bisschen aus der Vergangenheit bekannt, der Charakter. Den fand ich ganz cool, hat mich jetzt aber nicht ganz so überzeugt. Deswegen habe ich mir gedacht, für diesen Durchgang nehmen wir jetzt den Wulfgar. Und ach, weißt du was, komm, wir stellen uns den Wulfgar einfach nochmal neu. Und ich würde sagen, wir legen los. Cred Shinnavon, the crystal shard, forged from the magic of 7 liches, but with a treacherous will of its own. For thousands of years, the shard lay forgotten beneath the snows of Icewind Dale. There it waited, until some fool, a would-be wizard lusting for power beyond his due, answered the shard's call. Akar Kessel claimed the shard and used its power to summon armies of evil creatures to his banner. From his crystal tower, he set them loose upon the Dale and the people of 10 towns. But we would not stand by and watch this tyrant destroy our homes. We companions rallied the united peoples of 10 towns and held our ground at the walls of Bryn Shanda. Chased Kessel to the slopes of Kelvin's Cave. When the Shard realized that we had won, it abandoned him. It disappeared once again under the snows, along with Kessel himself. With Kessel gone, we thought the war was over. We were wrong. Though the Crystal Shard was lost, still it called to those who craved power. Its call was strong. And from across the realms they came. But we answered a call of our own. A call to stand together against this Dark Alliance and defend our home against the threat of Cred Shinnavon. So, und da sind wir auch schon. Am Heldenhub, sozusagen. Wulfgar, even bigger in person. Kartik Stone Roller here. Your friend Regis told me you'd be by. Regis sent you? Where is that lazabout? We need him on the battlefield. Oh, really? Regis said the war was over. But he also said that I should stay here and make sure you're supplied with anything you might need. For a fair price, of course. Na gut, dann. Everything a Regid needs. Schauen wir doch mal, was er so hat, ne? Ja, irgendwie nicht wirklich viel zurzeit noch, aber ich denke mal, das wird noch kommen. Diverse Tränke gibt es natürlich. Und Kristalle und Co. Hier können wir dann später unsere Beute abholen. Was mir übrigens sofort aufgefallen ist, ich finde den Soundtrack
ultra genial in diesem Spiel. Der gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal unsere erste Mission. Ich glaube, das Tutorial schenken wir uns. Das ist optional. Das müssen wir nicht unbedingt. Ich glaube, wir kennen unsere Attacken so halbwegs. Also, die Attacken kenne ich noch nicht, aber wir können uns, glaube ich, hier das Ganze so ein bisschen anschauen. Es gibt natürlich einen Talentbaum. So, jetzt bin ich wieder auf eine falsche Taste gekommen. So, hier sehen wir nochmal die Biografien der Einzelnen und ich würde jetzt gerne wissen, aber ich glaube, können wir unsere Fähigkeiten hier anschauen? Ja, Hammerwurf auf Y und mit gedrückt, da kommt der Urin stinkt. Wenn das Urin stinkt, weißt du Bescheid. Und wir haben auch noch eine Ulti, die testen wir einfach mal, würde ich sagen. So, das sieht doch ganz gut aus. Immer feste drauf. Mit dem Hammer. So, das ist der Urin stinkt. So, okay, legen wir los, komm. Let's go. Erster Akt sozusagen. Die Gefährten vom Eiswindtal. Goblins vor den Toren. But the dwarven warriors of Clan Battlehammer returned home to find their halls overrun, their people fleeing the valley. We rushed to their aid, fighting our way through the goblins in Verbeeg to find the goblin commander and put an end to this siege. Na, das klingt doch gut, das machen wir doch glatt mal, oder? So, und jetzt können wir hier die Schwierigkeit auswählen. Ich muss natürlich sagen, ich habe selbstverständlich das absolute Wissen, um hier auf Herausforderungsgrad 6 zu spielen. Habe ich drauf, theoretisch, selbstverständlich. Aber ich muss dazu sagen, ich will euch da jetzt auch nicht entmutigen, ne? Wenn ihr das seht, wie gut ich spiele und so. Deswegen nehmen wir Abenteurer, dann, ne, damit ihr nicht traurig seid und so. Hust, hust. So, los geht's. Man kann das Ganze natürlich auch online spielen mit anderen Leuten zusammen. Ich glaube, das ist sicherlich eine Gaudi. Vielleicht machen wir das mal. Ich werde es jetzt aber erstmal solo spielen und mir das mal in aller Ruhe anschauen. Genau, so habe ich mir das gedacht. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Cutscenes liebe, die nicht die Soundeinstellungen wiedergeben, die man selbst gemacht hat. Finde ich spitze. Okay, wir haben als Hauptziel, suche das Versorgungslager des Invasionstrupps, suche die Zwergenkrüge, besiege Mock, klatsch den Piekser. Alles klar, der hört sich sehr gefährlich an, der Mann. Ich muss ja dazu sagen, ich mag Goblins eigentlich. Goblins in the Dwarven Valley and Duergar in the Dwarven Halls. It seems Tempest has not yet had his fill of battle. And I am just beginning. Ich mag Goblins eigentlich. Wer
Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, es gibt auch schon eine Pen-and-Paper-Runde im Dungeons & Dragons-Universum, wo ich auch teilgenommen habe. Das hat Just Me damals gestreamt. Und ich war ein Goblin. Ein Goblin, der sich vor Wehrzwergen fürchtete. Seid mir übrigens nicht böse, ne? Wenn ich von der Lore nicht ganz so viel Ahnung habe. In Dungeons & Dragons. Ich habe zwar Baldur's Gate 1 und 2 gespielt, aber das ist ewig her. Da war ich noch ein ganz kleiner Bombi. Ich glaube, wir sollten das Ding nicht betreten, oder? Das sieht nicht gesund aus. Obwohl, wir haben so tolle Schuhe an. Kann man da... Ist eigentlich ganz gut, oder? Ja, tut uns nichts. Easy. Feldstiefel machen es möglich. Wir können da durch. Locker flockig. Bam. Ich töte gerne vereiste... Oh, okay. Ah, ich sehe schon. Dadurch, dass wir hier erwärmt wurden durch das Feuer, können wir durch diese kalten Dinger laufen. Mit unseren super nice, sexy Feldstiefeln und können uns, wenn wir uns ein bisschen beeilen, das Zeug hier sammeln. So, mitnehmen und weg. Scheiße. Nein, Junge. Hör auf. Oi. Super. Nur... Wir sind nur fast gestorben und haben nur einen Heiltrank verschwendet. Das ist doch voll super. Und das alles für einen Helm. Gut gemacht, Bombi. Du bist ein Pro. So, ich wärme mich nochmal ein bisschen. Komm, das schadet gar nicht. Ach, Herr Jemine. Das kann ja was werden. Hopp. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen jetzt gerade, aber... Hi, Goblins! Bumm. Das ist zum Beispiel so ein Bug, den ich gefunden habe. Du kannst hier einfach Fernkampf machen. Und dann fliegen die in die Luft und du kannst dich freuen. Da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen nachpatchen, glaube ich. Oh ja, die Goblins fliegen tief. Das Wetter wird schlecht, Freunde. Passt auf euch auf da draußen. Aua, Drecksack. Mit deinem verdammten Drecksbogen. Hat er gerade auf seinen Arsch geklopft? Ich glaube, mein Schwein pupst. So, du da, komm mal her. Kleiner Schlingel. Ich glaube, es hackt. Okay, wir können rasten. Das ist gut. Dann können wir, glaube ich, unsere... wir legen mal... Es war ein harter Kampf. Da müssen wir auch mal einfach ein bisschen rasten, ne? Das hilft alles nichts. Ah, schon viel besser. Volle HP. Sind immer schee. So. Okay. Wir müssen die Balliste hier zerstören, ne? Das machen wir doch mal. Hauen wir mal drauf. Gut, die sieht immer noch sehr funktionsfähig aus, ehrlich gesagt, aber... Ja gut, ich glaube denen das jetzt einfach mal, dass wir das Ding gerade zerstört haben. Wo geht's denn hier hin? Ah, ein Secret. Ich liebe Secrets. Immer her mit dem guten Gold. Und ein Heiltrank. Wir hätten also gar nicht rasten müssen. Ich verklick mich hier übrigens ständig gerade auf meinem Controller. Falls ihr euch fragt, warum ich hier beliebige Special Attacks mache, ich bin ein Depp. Das ist der Grund. Oh ja, immer nochmal so ein Zwergenkrug. Sehr schön. Lass doch mal die armen Goblins in Ruhe. Ich mag Goblins. Goblins sind super. Die nettesten Wesen auf der Welt. Oh, ein Schwert. Nee, ein Kriegshammer. Und eine Tafel. Jetzt muss ich doch nochmal zurückschauen, aber nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Wir wollen natürlich schon richtig durchlooten, ne? Bam. So. Oh, da liegt noch so ein Buch. Können wir das looten? Es schimmert. Wir nehmen es mal mit.
Okay. Gut, dass wir nochmal zurück sind, ne? Haben wir hier nochmal was? Die Fässer vielleicht? Nein. Behausungen können wir auch nicht zerstören. Schade. Ich finde die Grafik übrigens schick. Gefällt mir. Kann sich doch sehen lassen, oder? So, weiter. Nicht lange schnacken, Kopf in Nacken. Wulfi, wir machen das. Gemeinsam. Sind wir hier? Schleichattacke. Aua. Aua, Drecksack. Ach, du lebst noch? Das tut mir sehr leid für dich. Friss meinen Hammer. Ich habe denen da eine Nachricht geschickt, da unten. So, wenn wir jetzt hier... Kriegen wir da eine geile Explosion hin? Ja! Aber irgendwie hat die ihm nichts getan, obwohl der so ein bisschen drin stand. Naja. Gut. Schönen guten Tag. Oh, ich bin ein bisschen langsam in Sachen Blocken, ne? Ja. Lass mal die Lage sondieren. So, erstmal den Urinstinkt hier anschmeißen und dann rollen Köpfe oder fliegen. Oh, von hinten, du kleiner Mieser. Die fliegen sehr schön. Und der hier will irgendwie nicht angreifen, scheinbar. Okay. Hat keinen Bock. Kann ich verstehen. Gut, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Noch jemand? Sie. Okay, der Herr. Gerne. Tja, sorry. Oh, eine Rüstung. Oh, episch. Alter, episch. Der war... Wow, der war schön. So, okay. Sturmangriff. Bam. Bam. So. Ich bin mal geblockt, jawohl. So, du da, komm, greif an. Greif an. Na, parieren kann ich noch nicht so. Aber ich glaube, dass mit dem... Das mit dem Hammer schwingen kriegen wir insgesamt ganz gut hin, oder? Ja. So, gut. Nun denn, haben wir hier noch irgendwas versteckt? Da ist noch so ein Kristall. Den holen wir uns selbstverständlich. Und hier ist noch ein bisschen Gold. Das Verprügeln war das verdammte Gold. Gut, hier sind wir hergekommen, hier sind wir abgebogen. Hier geht's noch runter. Huch. Ah, hier ist wieder so lustiges Eis. Boah, ich mag... ich will nicht durch dieses Eis laufen. Na gut, los geht's, auf geht's. Ah, shit. Okay. Okay, müssen raus, müssen raus, müssen raus. Sonst macht's Aua.
Das ist ein weiter Weg da rein, ne? Da hinten ist aber nochmal so ein Feuer. Okay, also durchsprinten! Los, 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 los! Go, 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 go! Kriegen wir hin, jawohl. Ah, warm. Ein ungewöhnlicher Ding. Ja, das ist doch auch was. So. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Aber ich bin mir sicher, das ist ein geplanter Ambush. Wir werden die jetzt absolut überraschen hier. So, was ist hier oben? Gold. Gold ist gut. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich habe verstanden. Da gehen wir nochmal zurück. Laufen da nochmal fröhlich durch. Ich verstehe gar nicht, warum das so weh tut. Wir haben tolle Feldstiefel an. Mit diesen Feldstiefeln sollte uns eigentlich überhaupt nichts passieren. Weder modisch noch in sonst irgendeiner Art und Weise. Okay. Hüpf! Hüpf! Verdammt nochmal. Hüpf! Ah, so, jetzt. Jetzt aber. Wir haben unsere Ulti. Machen wir gleich mal die Ulti. Ulti! Aufs Maul! Aua. Ich hab geblockt, verdammt! Also Angriff ist, glaube ich, bei dem Char die beste Verteidigung, oder? Tja, der ist geflogen. Ohohohoho. Das war schön.